So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. Wir sind wieder in unseren tropischen Regionen unterwegs. Wir hatten ja letzte Woche, oder letzte Folge, unsere, ja, mehr oder weniger, eher weniger effiziente Route eingerichtet für unsere, ja, Kutschen, die unsere Holzbretter von hier zum Sägewerk bringen. Mit einer unfassbaren Rate von, ja, was haben wir, das Holz zum Sägewerk mit 8 gebracht und die Bretter zur Werkzeugfabrik mit 9. Also es ist jetzt wirklich nicht sehr rentabel, das Ganze, muss man ganz klar mal so sagen. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so langsam und schlecht sind. Ja, es ist, glaube ich, besser, wenn wir wirklich hier bald eine Bahnstrecke langlegen. Vielleicht hier so dann hier anhalten, um dann hierher zu fahren, die hier abzuliefern. Und dann denke ich mal, werden sie per Boot hier in unsere Stadt weitergebracht. Hoffen wir, dass die Stadt hier gut ausgebaut werden kann. Ja, aber ich glaube, das ist ganz nett, wenn wir hier so die Stadt auf dieser Insel dann so haben. Kann ich mir gut vorstellen, ja, auf jeden Fall. So, aber ich würde sagen, wir lassen die erstmal ein bisschen arbeiten. Vielleicht wird ja daraus noch was. Ich würde eher sagen, wir schauen mal, ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt, irgendwo ein bisschen Geld zu verdienen. Wir müssen ja nicht so sehr bei diesen Städten bleiben. Ja, obwohl, es wäre eigentlich schon gut. Weil dadurch wachsen die und dadurch kriegen wir auch mehr Passagiere und alles. Was ja uns ja wieder mehr Einnahmen beschert. Ich muss echt sagen, wir haben uns, glaube ich, echt nicht die einfachsten ausgesucht. Wenn man so guckt, hier brauchen wir entweder Werkzeuge. Okay, Werkzeuge können wir vielleicht hier bald machen. Und Treibstoff. Ja, Treibstoff, ja, ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Wir haben zwar hier direkt an der Stadt Fabriken, um es zu verarbeiten. Aber es ist halt sehr weit weg hier vorne. Dafür haben wir Mengen an Öl hier vorne. Und hier brauchen wir Maschinen und ich nenne es mal Güter. Oder wie nennen die das hier? Waren, okay. Maschinen und Waren. Ist keine unmögliche Sache, aber ist definitiv. Die beiden Sachen gehören nicht zu den einfachsten Sachen. Wahrscheinlich sind es sogar die schwersten Sachen, was herzustellen. Gut. Jetzt würde ich trotzdem sagen, werden wir uns mal in Richtung, ja, Öl umschauen, dass wir hier vielleicht ein bisschen Öl transportieren. Sagen, dass wir hier noch eine Route einrichten. Ich will mal ungefähr gucken, was das Ganze kosten würde. Wir werden auf jeden Fall das Ganze mit dem Zug bauen. Wir könnten dann hier so durch schon um die 300.000 kosten. Muss ich näher ran. Okay. Ja, so eine halbe Million. Wenn wir so hier durch wollen, da wird es richtig teuer. Natürlich, durch den Berg. Das allein würde 6 Millionen kosten. Ich würde sagen, wir fahren hier außen rum. Kommen wahrscheinlich erheblich billiger. Ja, gerade mal eine halbe Million. Und bis hierher, ja. Ich denke mal, um die 1 bis 1,5 Millionen werden wir brauchen, allein für die Zugstrecke. Vielleicht ein bisschen billiger. Aber wenn wir die haben, die sollte richtig Geld produzieren eigentlich. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Könnten auch vielleicht einen Bahnhof für beide bauen. Dadurch könnte man ja extrem viel Öl hier aufladen mit nur einem Stopp. Das wäre natürlich fantastisch. In der Theorie würde ich sagen, haut das absolut hin. Natürlich eine Straße hier zu bauen, ist halt wieder umso teurer. Ah, werden wir mal gucken. Das denke ich mal, ist auf jeden Fall die günstigste Straße von allen hier. Schauen wir mal so, 26.000, das können wir uns mal leisten. Jetzt schauen wir, ob wir hier mal einen Bahnhof reinkriegen. Und zwar ein Güterkopfbahnhof. So, aha, zack, sind beide verbunden. Genauso stelle ich mir das vor, weil den können wir dann am Ende auch noch erweitern, wenn die richtig stark produzieren. Allerdings finde ich, habe ich den echt scheiße platziert. Scheiße. Komm, nochmal abreißen. Kostet jetzt zwar Geld, aber. Mal gucken, ich hätte eher gerne. Ja, so. So, ja, so nehme ich ihn. So, und dann müssen wir gucken, wie wir die Gleise weitermachen. Oh, das Feld entfernt. Ist schweineteuer, Halleluja. So,
das Teuerste an der ganzen Sache, ey. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht auch ohne das zu entfernen hier durchkommen. Müssen wir halt hier so fahren und dann fahren wir so rüber. Das schaut doch nach einer Option aus, ha? Dann würde ich sagen, gehen wir hier lang. So. Ich glaube, so kleinere Schritte zu machen, spart eine Menge Geld. Wir hatten, glaube ich, um die 700.000. Okay, ja, jetzt ist sie dann schon wieder vorbei mit dem Geld. So, jetzt müssen wir was aufnehmen. Aber ich denke mal, dass wir ein bisschen billiger kommen, als wir gedacht hatten. Klären wir uns nochmal was schnell. Dann holen wir die Gleise wieder. Jetzt planen wir gleich einen Bahnhof. Und zwar wollen wir jetzt hier keinen Kopfbahnhof, sondern wir wollen einen normalen Güterbahnhof, wo die Züge durchfahren können. Ups. Habe ich verklickt. Ich wollte mit M&M das Ding drin. So, dass wenn die Züge hier ankommen, ist verbunden, dass die natürlich auch gleich weiterfahren können. Ich will natürlich hier noch ein bisschen Platz sparen. So, dass die ankommen können und sich gleich mit dann Treibstoff verladen können, um dann hier weiter zu fahren und vielleicht hier auch noch was aufzuladen und dann das hier in der Stadt gleich abzugeben. Aber ich will jetzt erstmal einfach nur Öl hierher bringen, weil das mir erstmal ein bisschen Einnahmen hat. Das wäre mein erstes Ziel. Jetzt schauen wir mal. Eben waren es 300.000. Jetzt sind wir bei 130.000 oder so. Das macht wirklich was, wenn man einfach einzeln baut. Das bringt gut was. So, wunderbar, das ist verbunden. Jetzt überlege ich, ob wir uns so ein Ding nochmal hinstellen oder ob wir einfach hier nochmal Gleise rüberziehen. Das wäre natürlich das Einfachste, wenn wir schnell einfach Gleise rüberziehen. Wenn es natürlich auch kostentechnisch Sinn macht. Ja, es kostet 70.000, also ich glaube, wenn ich jetzt hier so baue und dann auch für 20.000 ein Depot, da kommen wir definitiv günstiger. Deswegen machen wir das so. Ich kaufe uns hier ein Depot. Dann drehen wir das mal. Ach ne, war schon richtig gedreht. So, und 22.000 ist definitiv günstiger, als wenn wir hier die Gleise darüber legen. So, das heißt, wir können jetzt grundsätzlich schon mal Öl transportieren. Und das freut mich, muss ich sagen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch eine Route und dann noch ein bisschen Geld für unseren Zug, weil der wird auch nicht ganz billig und wahrscheinlich auch nicht im Unterhalt so günstig. Gut, jetzt haben wir hier Ankara, Öl, zur Ölraffinerie. Ich hoffe, das schreibt man so. Wird schon passen. Gut. Da brauchen wir nur noch einen Zug. So. Jetzt schauen wir erstmal, was ungefähr kostet. Mit dieser Lok und Kesselwagen brauchen wir. Genau. Geht alles rein, was wir brauchen. Schlecht ist er hier schon. Schlecht will ich eigentlich nicht. Ja, dann macht man so, dann sind es 4 Stück. Was kostet die? Was kostet der? Könnte natürlich auch noch eine zweite Lok hinzufügen und nochmal 4 von denen. Der würde 2 Millionen kosten und wäre extrem teuer. Obwohl ich glaube, dass das nicht so viel Sinn macht, wie wenn man vielleicht 2 unterschiedlich voneinander fahren lässt. Ja, also mal einen Zug hin und einen Zug zurückfahren lässt, so ungefähr in der Mitte. Vielleicht ein Ausweichgleis irgendwo erstellt, wo sich dann entgegenkommt. Das ist eher was wir machen können. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal 100 grob auf. Ja, nehmen wir mal noch mal ein bisschen mehr auf, das auf jeden Fall reicht. Und dann kaufen wir jetzt mal einen Zug mit 4 Stück. Und genau, den holen wir uns und schicken den auf unsere Ölroute. Wunderbar, jetzt hoffen wir, dass die ertragreich wird sein wird. So, hier in Unterankara soll er sich bitte an eine Ressource verladen. Da ist auch schon los, wie wild. Genau, was wir machen wollten, wollte die Zeit ein bisschen beschleunigen, würde man sagen, auf, eineinhalb von der Datumsgeschwindigkeit her.
Dabei, ich muss echt sagen, am Anfang ist alles so ein bisschen träge und die langsamen Züge, nirgendwo kommt so richtig Geld rein. Ja, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass es ein bisschen langsam geht, ja, dass man nicht alles am ersten Tag schon erlebt. Ist ja auch nicht verkehrt. So, einnahmentechnisch. Oh, Wasser macht Einnahmen. Wunderbar. Zumindest auf dem Papier hier. Aber es dauert ja noch ein bisschen, bis der Zyklus hier um ist. Das ist immer ein halben Jahr angerechnet, oder? Ja, genau. Nee. Ach, egal. Vielleicht ist auch doch meine Zeitumstellung jetzt wieder ein bisschen anders. Also doch diese Umstellung der Zeit. So, jetzt haben wir hier einen vollen Zug mit Rohöl. Sagen, da schauen wir mal ein bisschen, wie der hier fährt. Ich weiß gar nicht, was er maximal fahren kann. Ich hab gar nicht geschaut. Wahrscheinlich so 42. Aber das sehen wir doch in den Details, gell? Leistungswertung schlecht. Ich dachte, der war gut. Der war mittelmäßig, heißt das doch eigentlich. Okay, ach, hier 45 kann er maximal fahren, aber wahrscheinlich geht's ein bisschen bergauf. Ah, jetzt geht's ein bisschen bergab wahrscheinlich wieder. Dann schauen wir mal, ob der ordentlich Geld bringt. Weil wenn der Geld bringt, dann könnte der, sag ich mal, gleich von hier weiterfahren. Und in der Treibstoffraffinerie. Das, ja, was hier rauskommt. Was kommt hier raus? Aus Rohöl wird normales Öl wahrscheinlich. Genau, und dann wird aus Öl Treibstoff. So, was hat er gebraucht? 320.000. Das ist doch mal eine Zahl, die ich sehen will. Das bringt jetzt auch mal ein bisschen was. Weil das ist eine ordentlich lange Strecke. Da wird Geld verdient. So machen wir das. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ich überlege mir fast, hier auf die kurze Strecke könnten wir da fast einen zweiten Zug dann fahren lassen. Weil der braucht eh so lange, bis der wieder was holt. Wenn wir den jetzt noch weiterfahren lassen, dann kommt der hier nie neues Öl an. Aber hier denke ich mal, werden wir auf jeden Fall möglichst schnell expandieren und einen zweiten Zug einrichten auf der Strecke. Weil die Strecke scheint mir sehr lukrativ zu sein. So, nur mal gucken, was ungefähr die Hälfte ist. Da werden wir Ausweichgleis einrichten. Und ja, das denke ich mal, das ist eine gute Idee. So machen wir das auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass hier zwei gleichzeitig produzieren. Dadurch können wir extrem viel Öl am Ende mitnehmen. Wenn wir wirklich lange, starke Züge machen können. Das ist wirklich eine Rate von 800 mit ein, zwei Zügen hinbringen. Da fließt dann richtig Geld. Natürlich fährt der ewig. Aber wenn der halt mal ankommt, dann klingeln die Kassen, ne? Wie man so schön sagt. Ach, schön, wie sich da die Dinger öffnen. Die Deckel. Ja, wunderbar. Dann wird hier schon mal Öl produziert. So, das wird 1 zu 1 gemacht. Hier würde ich auf jeden Fall sagen, ein Zug lassen wir hier so durchfahren. Der quasi das Öl mitnimmt und den Treibstoff dann am Ende. Weil das wird 1 zu 1 umgewandelt. Das ist nur 2 zu 1. Dann macht es mehr Sinn, definitiv hier einen extra Zug fahren zu lassen. Ja, auf jeden Fall keine schlechte Idee. Bin ich nur überlegen, wie wir das jetzt machen. Weil theoretisch den Treibstoff könnten wir eigentlich auch ja, per LKW dann rüberbringen. Also per LKW oder per Kutsche, was auch immer. Oder halt wirklich mit dem Zug. Aber Zug ist halt wirklich wie so eine kurze Distanz. Weil am Ende müssen wir eh den LKW fast noch fahren lassen. Der das dann auch in die Stadt reinbringt. Wir können ja mal gucken, wo diese Waren benötigt werden. Es ist hier. Es ist nur hier. Theoretisch okay. Wenn man jetzt sagt, man macht hier einen Bahnhof, der hier so... Ja, okay, dann machen wir wirklich doch einen Zug, würde ich sagen, weil das liegt wirklich gut, dass man sagen kann, man macht einen Bahnhof. Ja, vielleicht können wir auch hier eine kleine Straße rausziehen, dass hier kein Gebäude kaputt geht. Dann wäre das noch einfacher. Ja, wunderbar. So, und hier machen wir jetzt einen Bahnhof hin.
Genau da. Zack, 23.000 hat uns dazu wieder gebracht. Jetzt verdienen wir schon richtig Geld. Das war eine richtig gute Sache eben mit dem Zug. Können wir auch mit der Zeit dann anfangen, Kredite zurückzuzahlen und so. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir unser Zugnetzwerk erweitern. Hier würde ich sagen, machen wir ein zweites Terminal dran. Der dann quasi hier rüber fährt. So. Und dann ungefähr hier anhält. Ja, doch, würde ich sagen, das ist gut. Und dann brauchen wir noch einen Kopfbahnhof für hier drüben. Aber ungefähr so. Genau, wunderbar. So gefällt mir das. Dann Gleise von hier rüber. Jetzt schauen wir ungefähr. Ja, das passt völlig. So, und jetzt kommen wir an ein Thema, was wir noch nicht angesprochen haben. Wir können auch Gebäude bearbeiten in diesem, ja, in diesem Spiel. Also, der Bahnhof muss nicht immer so ausschauen. Der wird auch später auch definitiv anders ausschauen. Jetzt können wir mal das hier wegmachen. Wir haben hier unseren Tianjin Bahnhof. Ja. Dann haben wir Terminals. Das kommen wir auch noch drauf, was das bedeutet. Und können wir hier Einnahmen sehen und Ausgaben. Oder GLAN, Entladen quasi und so. Wenn wir hier den Knopf konfigurieren. Wenn wir da drauf drücken, öffnet sich hier ein ganz neues Menü. Ja, was wir noch gar nicht gesehen haben. Wo man ganz verschiedene Sachen bauen kann. Zum Beispiel Tracks, also Gleise. Ja, Gleise, die wirklich Bahnhofsgleise sind. Nicht sonst wie die Gleise, die wir verlegen können. Sondern auf den Gleisen kann eben ein Zug halten und kann entladen oder aufladen. Und da platzieren wir jetzt mal 4 Stück, oder was? Ja, 4 Stück. So, die alleine können jetzt noch nichts. Dazu brauchen wir noch eine Plattform. Da gibt es eine Passagierplattform. Die können wir einfach hier platzieren. Das heißt, wenn ich hier das platziere, dann ist der Bahnhof nicht nur ein Cargo-Bahnhof, sondern auch ein Passagierbahnhof. Also man kann die Bahnhöfe mischen. Man braucht nicht immer 2 für mehrere Sachen, sondern ja, man mischt die einfach und fertig. Dann kann man auf mehreren Gleisen mehrere Dinge transportieren. Das machen wir jetzt auch hier auf der Seite. Platzieren wir Cargo-Terminals, damit wir dann hier Cargo empfangen können. So, hier gibt es dann noch Terminals, die man theoretisch platzieren könnte. Ja, sieht ganz nett aus bestimmt. Aber das ist halt wieder Deko. Ja, kostet jede Menge. Also ich denke mal, das ist Deko. Also ich weiß nicht, ob es noch mehr Gründe hat oder Sinn hat. Aber ja, man kann dann hier auch noch so Aufgänge platzieren, wenn man dann irgendwie eine Straße hinführt, dass die Gäste hier direkt einsteigen können. Ja, vor allem ganz interessant auf der anderen Seite dann, wenn man da noch eine Straßenverbindung hat zu irgendwas. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall hier noch ein zweites Terminal. Und von dem Terminal aus ziehen wir jetzt Gleise weg. So. Und zwar hier rüber. Schauen wir mal. Gleiverbinden reicht uns leider das Geld gerade nicht. 1050 will er hier haben. Gehen wir mal hier mit 240 gerade mal. Oh, hier ist teuer. 36 brauche ich auf jeden Fall noch. Zack. Zug da, Geld da. Wunderbar. So, jetzt habe ich ein nicht schönes Gleis. Ja, das ist wirklich überhaupt nicht schön. Aber ich denke, es passt. Ja, es ist ja alles nicht so einfach mit dem Zugbau. Vor allem nicht in diesen Jahren. Ah, da kann eine Zugstrecke schon mal so hässlich ausschauen. Können wir ja später dann auch verschönern, wenn wir dann wirklich Geld haben. So, und auf der Strecke soll ein weiterer Zug fahren. Und zwar soll der unser Öl hierher bringen und der Treibstoff darüber. Und da werden wir jetzt mal wieder eine Linie einrichten. Und zwar zack von hier, nach hier und hierher. Dann fährt er wieder zurück, lädt wieder ein, lädt hier ein und aus. Oder erst aus und dann ein. Und lädt am Ende hier aus. So, was Schönes, der hat automatisch hier jetzt unser anderes Gleis gewählt für diesen Zug. So, und das ist jetzt unsere Strecke Tianjin. Öl. Treibstoff. Und Tianjin. Wunderbar. Also bringt der Öl zur Treibstoffraffinerie und dann in die Stadt quasi. Super Sache. Weil ich jetzt hier kein neues Depot bauen will und ich denke mal hier recht kostengünstig vielleicht ja, eine Alternative dazu schaffen kann, werden wir hier einfach ein Gleis rüber bauen, wie ihr seht, für 4.000 Euro. Und jetzt können wir einfach einen Zug bestellen und der kann dann direkt auf das Gleis dort fahren. Bzw. nicht direkt, weil ich es schon wieder so blöd gebaut habe hier. Muss ich sagen, ja, preisen bringt jetzt leider auch nichts. Aber so rüber bauen ist jetzt auch doof.
Ich muss immer Platz lassen können eigentlich. Machen wir es einfach so. Ja, jetzt kann auch Zug in die Richtung rüberfahren. So, wo ist denn gerade unser Zug? Der fährt gerade hier. Okay. Würde ich sagen. Schaut's mit unserer Einnahme aus. Ich hatte jetzt viel investiert. Ja, wirklich viel investiert. Muss viel Zinsen zahlen. Und gerade haben wir noch nicht so die Einnahmen. Der Zug ist im Positiven, das ist schön. Können wir mal schauen. Allgemein unsere Strecken. Jetzt haben wir schon richtig viele. Ja, unser Öl bringt am meisten. Danach Ankara Sägewerk. Und die schaut's aus wie unsere Bretterwerkzeuge. Ja, und schaut's nicht so gut aus, obwohl. Unsere Holzsägewerk, ja, bringt doch ganz schön Geld ein. Das ist ja mal das Wichtigste. Die ist zwar nicht effektiv oder effizient, aber Geld kommt rein über diese Route. Gut. Da sind wir eh schon mit der Zeit ganz schön vorangeschritten jetzt. Würde ich sagen, nächste Folge schauen wir, dass wir dann unsere nächste Route für den Treibstoff in den Griff bekommen und nach zum Laufen kriegen. Vielleicht auch hier die noch erweitern, dass ein bisschen mehr Treibstoff rüberkommt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.